Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Heute mit einem ja kleinen Video zum Thema RSS und RSS-Feedreader. Ja, es geht einfach darum, dass ja im Internet gibt es ja viele Informationen und das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite aber auch ja ein kleiner Nachteil, weil die Informationsüberflutung ja relativ groß ist und da sind gerade RSS-Reader beziehungsweise diese Feedreader ja, sehr, sehr gut geeignet, um einfach Informationen zu bündeln und ja, der Informationsüberflutung Herr zu werden. Und der Anstoß zu diesem Video war eigentlich folgender Grund. Nach ein paar Gesprächen war es einfach so, dass ich festgestellt habe, dass viele ja diese Funktion gar nicht nutzen. Ich bin ein Fan dieser RSS-Reader, weil sie eben mir gesagt, wie gesagt, viel Zeit sparen und mir eigentlich nur die Informationen bringen, die mich auch tatsächlich interessieren. Und das ist halt ein Vorteil, wenn du eine Zeitung hast, hast du immer auch viele Punkte dabei, die dich nicht interessieren. Das kostet dich Zeit, die wichtigen Punkte rauszusuchen. Und das erspart mir eben allen einfach diese RSS-Reader. Ich bekomme nur Informationen zu Themen, die mich wirklich interessieren. Und es ist eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Und da sind wir auch schon direkt drin im Thema. Ich habe dir hier mal Wikipedia aufgerufen, wo du die Definition von einem Feedreader nachlesen kannst. Den Link werde ich dir unterhalb des Videos bereitstellen. Ich erkläre es einfach kurz in meinen Worten. Ein RSS-Feedreader ist nichts anderes für mich wie eine Informationssammelstelle. Das heißt, wenn ich heute irgendwo einen Blog oder irgendein Nachrichtenmagazin oder was auch immer finde, das mir zusagt, wo ich mehr Informationen drüber haben möchte, wo ich ja auf dem Laufenden gehalten werden will, wenn neue Artikel erscheinen, beziehungsweise neue Informationen erscheinen, dann füge ich das Ganze einfach meinem Feedreader zu und werde dann eben dementsprechend informiert, wenn neue Informationen auf dieser Webseite zur Verfügung stehen. Und das Schöne ist, ich muss nicht diese Webseite besuchen, sondern kann den Artikel quasi im Feedreader lesen. Okay, wie gesagt, den Link zur genauen Definition, falls du es noch genauer wissen willst, werde ich dir unterhalb des Videos dann auch bereitstellen. Okay, so und jetzt ist ja die nächste Frage, welchen Reader nutzt man? Hier ist es wie überall im Leben, es ist eine reine Geschmackssache. Es gibt sehr, sehr viele RSS-Reader. Ich habe viele schon ausprobiert, bin bei zwei hängen geblieben und einen davon, den werde ich dir vorstellen. Und zwar gehst du einfach auf Google und gibst dort einfach Feedly ein. Gehst auf Suchen und dann hast du gleich hier oben dir das erste Suchergebnis. Das öffne ich jetzt in einem neuen Tab. Und wir sind jetzt sozusagen auf der Startseite von Feedly und hier findest du auch bei Apps zum Beispiel eine größere Auswahl von weiteren Readern. Musify ist zum Beispiel auch ein Reader, den ich sehr gern nutze und diese beiden, also Feedly und Musify, habe ich persönlich im Einsatz. Hatte mit denen auch noch keine Schwierigkeiten, sind sehr einfach in der Handhabung. Aber wie gesagt, du kannst auch hier für Android, also für jedes Smartphone und ja, Tablet findest du eben auch diese Reader. Okay, ich gehe zurück auf die Startseite. Und alles, was ich dir jetzt hier am PC zeige, kannst du auch eins zu eins auf der App dann auf deinem iPad oder auf deinem Tablet beziehungsweise auf dem Smartphone eins zu eins nachvollziehen. Okay, zunächst musst du halt ein Konto anlegen und wir gehen hier dazu auf diesen grünen Button Get Started, klicken drauf und jetzt können wir hier oben My Feedly anklicken und jetzt werden wir hier gefragt, okay, existiert schon ein Benutzerkonto, dann gehst du hier einfach auf Login und da ich ja schon ein Konto habe, fragt mich jetzt hat Feedly das oder sagt mir, dass ich mich eben mit meinem Google-Konto anmelden soll. Das mache ich jetzt einfach mal. Solltest du noch kein Google-Konto haben, empfehle ich dir auf jeden Fall eines zu erstellen. Das dauert jetzt meistens einen kleinen Moment. Okay, wir haben also jetzt dieses, wir haben es jetzt eingeloggt. Ja, hier siehst du im Home-Bereich schon mal die Übersicht über einige Artikel. Das Schöne an Feedly ist einfach, du kannst, aber das können, na, das kann eigentlich jeder Reader, du kannst das Ganze kategorisieren. Du siehst hier, dass ich einige grobe Überkategorien gemacht habe. Du hast hier
Entschuldigung. Unterhalb kannst du dann noch hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil die im Normalfall gar nicht so entscheidend sind. Und wenn du was verändern willst, sind sie selbsterklärend. Wichtig ist, dass wir jetzt einfach wissen, wie fügen wir denn ja, neue Inhalte dann dazu. Und das machen wir ganz einfach über den Button Add Content. Und jetzt haben wir hier so ein Suchfenster. Wir haben einmal die Möglichkeit, hier unten aus vorgefertigten oder aus vorgegebenen Rubriken schon Feeds rauszusuchen, die wir einfach nur dazufügen können. Das möchte ich jetzt aber nicht machen, sondern ich möchte dir zeigen, wenn du jetzt zum Beispiel einen speziellen Blog gelesen hast und du möchtest da weiter informiert werden, dann geht das einfach folgendermaßen. Also, hier oben Add Content. Dann haben wir hier Ender URL, Title. Dann gehen wir einfach auf den Blog, nehmen diese URL raus, rechte Maustaste, kopieren uns das Ganze und fügen das Ganze dann hier ein. Und jetzt sucht Feedly nach dem Feed. Und wir finden jetzt hier zu diesem Blog eben den Feed. Den können wir jetzt einfach hier, wenn wir auf das Plus klicken, hinzufügen. Und jetzt fragt uns Feedly, wo soll der denn abgespeichert werden? Ja, also ich habe ja schon mehrere Kategorien erstellt. Ich könnte zum Beispiel hier meinen Haken setzen, dass, weil ich möchte, er soll unter dieser Rubrik abgespeichert werden. Ich habe meinen Blog schon abgespeichert, deswegen mache ich das jetzt nicht. Du könntest aber auch hier einfach eine neue Kategorie anlegen, zum Beispiel Test und dann eben einfach hier auf Update und dann wird eben der Blogartikel in dieser Rubrik eben abgelegt, beziehungsweise nicht der Blogartikel, sondern der Feed des Blogs. So, eine weitere Möglichkeit, und das siehst du auch oft auf den Blogs, ist hier die Möglichkeit Subscribe to RSS-Feed. Wenn du hier drauf gehst, dann kannst du einfach hier oben diese URL rausnehmen und dann machen wir jetzt genau das gleiche wie eben. Wir machen hier Add Content. Fügen das Ganze hier ein, gehen wieder auf Plus, fügen zu unseren Kategorien hinzu und machen Update. So, und wenn du das Ganze gemacht hast, dann sieht es dann zum Schluss wie folgt aus. Gehen wir jetzt einfach mal hier zum Beispiel auf Social Media, dann zeigt dir zum Beispiel hier die einzelnen Blogs an. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann bekommst du immer die neuesten Artikel, die du also noch nicht gelesen hast, hier angezeigt und kannst eben dementsprechend überfliegen, was interessiert dich. Und die Artikel, die dich näher interessieren, könntest du dann zum Beispiel ja, eben lesen. Okay, ich hoffe, das Ganze war für dich ja einigermaßen hilfreich. Und was mich noch interessieren würde, ist, welche RSS-Reader du nutzt, ja, welche Erfahrungen du damit gemacht hast, was du empfehlen kannst. Hinterlass mir dazu einfach bitte einen Kommentar unterhalb des Videos bzw. unterhalb des Blogartikels in der Kommentarfunktion. Ich freue mich von dir zu hören. In diesem Sinne alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.